Ja, was machen wir? Wir wollen einmal die Kandidatin Eckes vorstellen. Da muss so ein blaues Licht leuchten. Ja, dann alles gut. Okay. Die Kandidatin Barbara Eckes vorstellen, ein bisschen Persönliches, ein bisschen, was sind die Ziele, wenn man Bürgermeisterin wird. Ist natürlich, ich meine, auf der einen Seite ich finde es gut, dass meine Frau kandidiert. Das war das letzte Mal die Daniela Sommer, die da kandidiert hat, überhaupt. Auf der anderen Seite ist es natürlich gerade in diesem konservativen Städtchen Frankenberg doch etwas schwieriger. Und was bewegt jemand, und jetzt nehmen Sie es nicht persönlich, im zarten Alter von 57, wo man eigentlich, wenn man wir gehen mal davon aus, die Wahl gewinnt, 58 ist, den Posten antritt und möglichst eine zweite Periode erwischen muss, damit man auch ein bisschen Rente kriegt. Okay. Ich finde das bemerkenswert, das so zu denken. Also, dass er das. Die Frage ist, was passiert, wenn es keine zweite Wahlperiode, also keine zweite Amtszeit gibt? Sie sind das ja angestellt im öffentlichen Dienst. Das hängt ja nicht von meinem Alter ab, sondern auch von dem Wahlergebnis nach der ersten Amtsperiode. Ja, aber wenn es keine zweite gibt, dann stehen Sie mit einem zarten Alter von 64 auf einmal im Vorruhestand. Nein. Oder können Sie zurück zum... Natürlich. Ja gut, dann ist das... Das ist übrigens nicht nur im öffentlichen Dienst, das ist überall so. Sie werden für Wahlämter, überall wird Ihnen eine Jobsicherheit gegeben. Sie werden praktisch freigestellt, der Arbeitgeber muss Ihnen den Job zurückgeben. Das ist völlig ganz egal an der Stelle. Ja, fangen wir einfach mal an, Frau Eckes. Zurzeit sind Sie ist ja auch kein Geheimnis, geschäftsführende Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement in Waldeck-Frankenberg. Und Ihr Hut wurde relativ früh in den Ring geworfen zur Bürgermeisterwahl in Frankenberg. Sie sind unabhängig, aber wurden von der SPD nominiert. Was bewegt einen dazu, Bürgermeisterin zu werden? Ich meine, Sie haben ja eine gute Position. Das stimmt. Das stimmt. Von daher war es dann zum Schluss, also bin da ganz offen und ehrlich mit umgegangen. Es gab diese Anfrage, können Sie sich das vorstellen? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das Ende Mai oder Anfang Juni war. Und ich hatte im April in der Zeitung gelesen, in der Frankenberger Zeitung sind die Parteien angefragt worden. Wie sieht es eigentlich aus? Die Frankenberger Zeitung gibt es nicht mehr. In der HNA. Ich lese halt zwei Zeitungen. Deswegen ist eine für mich die Frankenberger und die andere die WLZ beruflich. Was ist mit der Bürgermeisterwahl im Herbst? Und alle Parteien hatten sich so ein bisschen nach dem Motto, naja, wir wissen ja nicht, was der Hess macht, und solange, ich sage es mal frei, halten wir die Füße still. Ja, das war wohl so, dass der Rüdiger Hess sehr lange sich bedeckt gehalten hat, was passiert. Gut, ich meine, wie gesagt, find es durchaus angenehm, dass auch mal eine Frau kandidiert. Jetzt sind Sie ja so ein Grubenpony. Wie wir hier in der Gegend sagen. Was ist denn ein Grubenpony? Naja, Sie kommen aus dem Ruhrgebiet. Ach so. Und das stammt noch so aus der Zeit, als zum Beispiel der Edersee begehrtes Campingreiseziel aus Bochum, von Opel und von Dortmundern war, die Pütt gearbeitet haben, weil war nicht weit zu fahren, und die meisten haben Angeln, Schlauchboot fahren, und bei uns hießen die dann, die Grubenponys kommen. Das ist so dann der liebevolle Begriff für die Leute. Das ist so schon eine andere Mentalität, ne? Weil es ist auch eine sehr kulturelle Mischung im Ruhrgebiet, also von Zuwanderern sehr früh schon, das heißt, die Bergleute kamen oft aus Oberschlesien, aus Polen, auch später Franzosen, die da hängen geblieben sind und so weiter. Also im Ruhrgebiet schon eine sehr spezielle Mischung. Ja, das stimmt. Macht das offener? Ich glaube, es gibt zwei Dinge. Also A ist in meinen Genen tatsächlich genau dieses erwähnte Blut, was Sie genannt haben, Schlesien, Polen,
Und danach sind auch noch viele bis nach Frankreich und in die Schweiz gegangen. Ich glaube, ja, es macht offener und es macht toleranter. Mhm. Und vor allen Dingen habe ich immer gesagt, was wir dort lernen, sehr früh gerade, weil die meisten Menschen dort eben alle zusammen unter Tage gearbeitet haben, ist Solidarität und das Verlassen aufeinander. Ja. Eine offene Kommunikation. Aber auch in den großen Kokereien und Stahlwerken ging es ja nicht, war ja alles keine ungefährliche Arbeit. Nein. Und es ging ja nur quasi im Team, wenn man sich aufeinander verlassen musste. Ich kann das wirklich sagen, dass das mich geprägt hat. Mein Vater war Sprengmeister und nach zwei schweren Unfällen, und ich weiß nicht, ob sie diese Bergmannsheilkrankenhäuser, ob ihnen das ein Begriff ist, hat man früher immer gesagt, die machen aus drei Toten einen Lebendigen. Ne? Also das ist so. Jetzt haben Sie Agrarwissenschaften studiert, ist natürlich fürs Ruhrgebiet, aber was wenige wissen, es gibt Landwirtschaft im Ruhrgebiet, sogar mitten in der Stadt. Aber trotzdem für ein Industriegebiet ein nicht alltäglicher Studiengang, ja, oder? Ja, das stimmt. Das stimmt. Weil da hätte man also eher Ingenieurwissenschaften oder irgend sowas in der Richtung vermutet. Ja, das stimmt. Das ist in der Tat vielleicht ein bisschen meiner Leidenschaft, die ich schon sehr früh hatte mit den Tieren, mit den Pferden. Mhm. Mein Opa hatte schon eben auch Pferde. Mein Opa hat mich insgesamt sehr geprägt. Und das war, glaube ich, ganz am Anfang so ein bisschen auch das Nichtwissen um die Landwirtschaft dort, wie das auch das Studium funktioniert. Ja. Ja. Und als Nicht-Landwirtskind war das auch immer noch eine große Herausforderung, auch schon das Studium. Wäre es Ihnen leichter gefallen, wenn Sie auf dem Land irgendwo groß geworden wären? Nein, ich glaube nicht, dass es. Ich bin in Herten groß geworden, das ist die Grenze Ruhrgebiet-Münsterland. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber das war schon auch, da gibt es auch schon noch Land. Das war, glaube ich, nicht das Thema, sondern das Thema war tatsächlich in den 80ern oder Mitte der 80ern noch, das ist eine Frau und diese kommt nicht vom Hof, die ist keine Erbin. Okay. Bringt keine Hektar mit. Die bringt keine Hektar mit, genau. Ja, das, so war das ja auch. Er wurde Acker bei Acker gefrickelt. Ja. Ja, jetzt sind Sie inzwischen 10 Jahre hier oder im 11. Jahr quasi, 2023. Wohnen in Ellershausen, das ist ein Stadtteil, ich muss immer vorsichtig sein, es ist ein Ortsteil, aber es ist ein Stadtteil von Frankenau. Was ist das Besondere jetzt? Jetzt sind Sie ja komplett ländlich. Ja. Was ist das Besondere? Natürlich die soziale Aspekte, sag ich mal. In der Stadt ist man schon deutlich anonymer. Man hat einen Freundeskreis, den man viel mehr pflegen muss. Durch meinen Job war schon, oder auch dadurch, dass die Kinder größer waren, mit denen ich hierher gekommen bin. Ich bin ja mit zwei pubertierenden Kindern hierher gekommen und habe nochmal geheiratet. Das war nicht mehr die Zeit, um die Kontakte zu knüpfen, auch in der Schule zum Beispiel für Kinder. Oder eben auch, man hat sie dann eigentlich nicht mehr begleitet irgendwohin. Mhm. Die waren schon groß genug alleine. Und trotzdem fühle ich mich sehr angenommen in dem Dorf. Also das ist schon sehr schön. Aber man ist eben auch nicht mehr anonym. Die wissen schon alle. Ist das aber auch so, viele Städter, die glauben mir, Land und lustig und ruhiges Leben scheitern einfach daran, weil sie nicht verstehen, dass ein Dorf anders tickt. Das heißt, man grüßt sich, man redet über einen Gartenzaun. Jeder weiß von jedem mehr als jeder selber von sich weiß. Und es gehört auch immer dazu, zumindest wenn man nicht aktiv am Vereinsleben teilnimmt, passiv am Vereinsleben teilzunehmen, sonst ist man im Dorf ganz schnell unten durch. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, dass die Sozialisation von mir im Ruhrgebiet, das sind auch Menschen, die jedem die Tageszeit sagen. Und genauso dann im Rheinland, wo ich dann ja zum Schluss gearbeitet habe, das war für mich keine Umstellung. So die sind schon, mein Vater ist in den Schwarzwald gezogen, das war für ihn eine große Herausforderung, weil da sagt man eben nicht die Tageszeit, wenn man nicht, was weiß ich, wie viele Jahre schon miteinander verwandt ist. Ne? Okay. Ja, Pferde haben wir schon drüber gesprochen. Die haben mehrere Pferde, was natürlich auch total richtig ist, denn das sind soziale Tiere, die brauchen ihre Herde. Und daneben kochen sie noch? Nein, ich habe eine
Leidenschaft für Kochbücher. Also ich koche schon auch, aber nicht so viel. In meiner Freizeit koche ich gerne. Steht in Ihrer Vita. Das stimmt. Ich habe Ihre Webseite gelesen. Ich habe sie nicht nur gelesen, ich habe sie auch hier drauf. Oh, wunderbar. Das stimmt. Dann muss ich sagen, das ist richtig. Ich habe nur so wenig Freizeit. Es sollte sich so an, als würde ich gerne kochen, das kochen willst. Wenn man bei einer Pferdehalterin sich originalrheinischen Sauerbraten wünscht, das kommt nicht gut, ne? Ach, ich bin nicht sehr empfindlich. Das kann man, glaube ich, auch als Landwirtsfrau nicht sein. Ja. Und ich hatte auch. Naja, weil originalrheinische Sauerbraten. Ja, ist mir schon klar. Das war also. Ja, jetzt wollen Sie Bürgermeisterin werden. Da haben Sie natürlich auch ein bisschen Programm. Welche Beziehungen haben Sie überhaupt zu Frankenberg? Es ist für mich die letzten 10 Jahre mein Lebensmittelpunkt gewesen. Das ist die Stadt, wo ich einkaufe, wo die Ärzte sind, wo meine Kinder zur Schule gegangen sind, wo die Abi-Feiern waren, also wo wir hingehen, wenn wir irgendwelche Leute zum Essen ausführen oder uns treffen. Also jetzt sind Sie erst 10 Jahre hier. Ich kenne jetzt Frankenberg seit meiner Schulzeit und das war ein ganz schäbiges Städtchen. Und betone immer, auch jetzt im Gespräch mit Rüdiger Hess oder Björn Jäger oder anderen in Frankenberg, die im Sommergespräch sind, immer sagen, die Entwicklung, die Frankenberg genommen hat, die kann man richtig deutlich sehen. Haben Sie das auch gemerkt, so innerhalb dieser 10 Jahre, wie sich Frankenberg verändert natürlich. Hat? Natürlich. Eigentlich zum Positiven? Natürlich. Also als Stadt ist Frankenberg unfassbar schön geworden. Also die Öffnung der Eder war mit Sicherheit eine großartige Idee. Die Wasserspiele und auch was da unten am Ederufer passiert ist. Der Ederuferpark, ist, ja. Super. Natürlich. Das war ja noch. Dass das Parkhaus da verschwindet und da die THM hinkommt. Ja, das auch. Das war ja dann auch noch, dass das Dach der. Des Klosters gemacht worden ist vom Landkreis, das hat schon sehr gewonnen, dieser Landratsgarten, einfach schon verschönert worden ist jetzt so das Ding. Nein, das ist schon deutlich schöner geworden, das stimmt. Wenn ich jetzt so Ihre Homepage angucke, dann gibt es ja auch so ein Ranking und da steht ganz oben drauf, jetzt bewusst oder vielleicht unbewusst, Ehrenamt stärken. Mhm. Jetzt funktioniert dieser unser Staat, aber auch die Kommune zum großen Teil mit Ehrenämtlern. Angefangen von der Freiwilligen Feuerwehr und Rettungsdiensten bis hin zu Historikervereinen und Sportvereinen und so weiter. Anerkennung des Wertes des Ehrenamts. Das ist schon mal ein schwieriger Satz. Der könnte auch von der Daniela Sommer sein. Aber wie will man das machen? Ich meine, es gibt die Ehrenamtskarte und es gibt die Lobhudeleien für die Ehrenämtler bei jeder Gelegenheit, vom Bundeskanzler bis zum Ortsbeirat. Unterm Strich machen es die Ehrenämtler trotzdem. Obwohl sie nicht anerkannt werden. Ja. Wie will das eine Bürgermeisterin Eckes verbessern, ändern? Denn ich sag mal, finanzielle Mittel sind in den Kommunen sehr knapp. Mhm. Ne? Aber wie will man das machen? Ich meine. Also ich kann mir da schon auch Sachen vorstellen, die nicht großartige finanzielle Mittel benötigen, aber vielleicht mal die Koordination von einigen Stellen. Ja. Weil wir werden immer weniger, in den Ehrenämtern haben die nicht nur das Problem, Nachwuchs zu finden, weil man die jungen Leute nicht begeistern kann, sondern es sind ja auch weniger junge Leute. Also ich kann Ihnen sagen, so ab 70 hat man Zeit. Ich mache jetzt 2 Ehrenämter neuerdings, obwohl ich genug anderes zu tun habe. Das ist doch super schön. Aber es gibt ja eben auch Möglichkeiten, dort die Vereine mit zu unterstützen bei der Digitalisierung, einen Koordinator einzusetzen, dass nicht alle das Rad immer wieder neu erfinden müssen, sondern dass es an einer Stelle gedacht wird und dass es gegebenenfalls eben auch Synergien gewinnen kann und nutzen kann, wenn man dort ein Netzwerk einfach mit aufbaut. Jetzt ist es so, ich weiß das, weil ich jetzt ein Ehrenamt habe und ich für dieses Ehrenamt unterwegs bin, weil es übers Land Hessen geht, bin ich bei der Unfallkasse Hessen versichert. Mhm. Wenn
wenn ich im Rahmen dieser Tätigkeit unterwegs bin. Das ist, wenn die Seniorenclubleiterin unterwegs ist oder der Trainer vom Fußball nicht so. Ne? Nee, genau. Der hat dann ein Problem. Ja, aber da, an der Stelle kann man sich eben auch einsetzen, beziehungsweise man kann einfach mal gucken, gibt es eine Möglichkeit, das gemeinsam in Gang zu bringen. Also eben auch durch eine gute Zusammenarbeit beim Landkreis gibt es ja inzwischen auch eine Stelle. Wenn Sie hier schreiben, Wissen teilen, Umsetzung von Ideen helfen, Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit, das ist sowieso so ein Thema, da krankt es an den meisten Vereinen dran. Ja. Die haben zwar, weil es die Satzung oft so vorschreibt, Presse irgendwas und der Schwerpunkt ist irgendwas, da kommt nichts. Dass man sich jetzt von Ihrer Seite zum Beispiel die Stadt Frankenberg so eine Ehrenamts-App vorstellen kann, wo alle Ehrenämtler drin sind, wo die Projekte, also ich sag mal, wenn Röntgenau eine bestimmte Erfahrung hat, muss man die im Willersdorf ja nicht wieder bei Adam und Eva anfangen, oder? Das ist das Problem, das ist das, was ich gesagt habe, ich würde die gerne enger vernetzen mit regelmäßigen Treffen, beziehungsweise vielleicht gibt es eben auch die Möglichkeit, die Dame vom Landkreis heißt, glaube ich, die Frau Kuklowski, zumindest sagen, weißt du was, komm doch einmal im Jahr zu uns oder sag uns, wann dieses Treffen ist und wir geben das an alle weiter. Das ist das mit dem, es muss nicht jeder das Rad immer wieder neu erfinden. Wir hatten das ja, glaube ich, vor 4 Jahren, als die Vereine auch ihre Kassensysteme anpassen mussten, laut Satzung. Ja. Ja, und da haben viele wirklich auch einfach Federn gelassen, weil die bisher die Kassen gemacht haben, gesagt haben, das wird mir jetzt wirklich zu anstrengend. Ja, dann das jetzt auch noch digital vorhalten zu machen, weil das Finanzamt das möchte. Jetzt und haben wir das an der Stelle zu unterstützen. Haben wir gleich so ein doppeltes im Programm drin, und zwar aktive Wirtschaftsförderung bei Stärkung der Ortsteil und Kernstadt und später nochmal aktive Wirtschaftsförderung als eigener Punkt. Das ist so ein kleiner doppelter Punkt. Da war ich nachts wohl nicht konzentriert genug. Ne? Ja, aktive Wirtschaftsförderung für lokale Geschäfte, also kulturelle Veranstaltungen ist sicherlich ein wichtiger Punkt, gerade auch nach Corona. Man merkt das ja, wie jetzt die Veranstaltungen besucht sind. Die Leute wollen wieder raus, sie wollen wieder was erleben. Gastronomie ist ein großes Thema in Frankenberg. Ich bin es eigentlich der ewige Mahner in der Wüste, der immer sagt, unten am Eder-Uferpark müsste zumindest bei so einem Wetter oder Samstag, Sonntag jemand mit dem Cappuccino-Wagen da stehen und wo er auch so einen kleinen Snack anbietet. Die Leute müssen jedes Mal über die Straße in die Fußgängerzone, dann in der Bäckerei anstehen, um sich einen Becher Kaffee zu kaufen, der dann bis man da unten wieder sitzt, entweder ist die Bank besetzt oder der Kaffee kalt. Ja, ne? Das kenne ich auch. Damit tun sich natürlich hier gerade Gastronomie die Leute so ein bisschen schwer, weil es fehlt ja auch an geeignetem Personal. Ne? Das stimmt, in allen Branchen, aber das ist ganz besonders heikel, weil da ganz viele durch die Pandemie weggegangen sind in andere Bereiche. Aber die Unternehmer selber tun sich natürlich auch ein bisschen schwer. Ich sag mal, da mit so wie Landratsamt Garten, wir haben es angesprochen, auch inzwischen zum Flanieren und zum Sitzen einlädt. Aber wie gesagt, es gibt noch nicht mal eine öffentliche Toilette in der Nähe. Das heißt, man muss irgendwo hinter den dicken Baum im Landratsamt gehen oder was weiß ich. Da fehlt es doch so ein bisschen, ne? Einmal das, an den. Es fehlt an kulturellen Sachen. Sie haben gerade gesagt, die Menschen lächeln danach, aber wenn wir sehen, sind bis jetzt überwiegend Sachen auch für Ältere. Ja. Und gerade auch für die Jugend, finde ich, muss da mehr angeboten werden. Und natürlich haben Sie recht, wenn Sie sagen, das ist mir auch aufgefallen. Ich gehe mit dem Eis oftmals darunter und hoffe dann eine Bank zu finden, weil mein Mann so ein Schleckermäulchen ist, dass da halt nichts ist. Jetzt kann man sagen, wir können ja vielleicht jetzt selber eine Gastronomie aufmachen, aber natürlich könnte ich mal gucken, es gibt... Naja gut, die Stadt ist kein Unternehmen. Genau, nein, aber man kann ansprechen oder man kann, wie es in Städten auch schon mal ist, einen Gründungswettbewerb ausschreiben oder meinetwegen, ich sage jetzt mal, einen Barista-Wettbewerb von Fahrradrennen. Also es gibt ja Menschen, die sowas machen. Also wenn wir dabei aktiver Förderung sind, quasi auch so ein bisschen in die Richtung Start-ups zu unterstützen, lokale Start-ups. Und vor allen Dingen mal bekannter machen, dass da was möglich ist. Bis hin zu
Ja, ich kenne das, die KIS hat das früher vergeben, weiß nicht, ob es heute noch macht, Mikrokredite, weil oftmals ja die Banken sich heute extrem schwer tun, junge Unternehmen, die noch nichts vorweisen können, Ein-Mann-Shows oder so überhaupt. Gerade die Gastronomie in den jetzigen Zeiten. Ja, da gibt es oft noch nicht mal die Möglichkeit, das Konto zu überziehen. Ja, aber da gibt es Sachen halt wohl, bei KIS weiß ich nicht, ob die das machen, die sind ja überwiegend im Grunde. Ich wusste nur, früher hat KIS das angeboten. Ja. Aber so die Mikrokredite bis 2.500 oder 3.000 Euro. Das Land Hessen macht das immer noch, auch gerade für Gründer. Also da gibt es Möglichkeiten. Ja. Es gibt eben aber auch die Möglichkeit, und die finde ich zum Beispiel sehr schön, das hat man dann verbunden mit einem Versuch, nochmal auch die Innenstadt etwas mehr zu beleben, indem man sowas wie einen Quartiersmanager einsetzt. Das heißt, da kann noch dann wirklich mal die Stadt sagen, wir mieten ein Ladenlokal, ein leerstehendes, und hier können sowohl Pop-Up-Stores entstehen, als auch vielleicht Regalbretter von Menschen, die vielleicht irgendwas Handwerkliches machen und. Jetzt sind Fußgängerzonen natürlich so ein Kind der 70er. Jedes größere Dorf und jede Stadt, die was auf sich hielt, musste unbedingt Fußgängerzonen haben, von der Großstadt bis zur Kleinstadt. Inzwischen sind Fußgängerzonen so wie Dorfgemeinschaftshäuser eigentlich so ein bisschen Klotz am Bein der Gemeinde oder Kommune. Die Frankenberger Fußgängerzone ist, kann man ja immer nur sagen, das, was die Politik möglich machen kann, hat sie gemacht, hat inzwischen ein begehbares Pflaster, das war ja vorher so ein Absatzkiller. Aber vieles liegt natürlich dann an der lokalen Händlerschaft, die so ein bisschen dröge in Frankenberg ist, ne? Das würde ich so nicht sagen. Ich finde gerade auch der kaufmännische Verein dort, der macht schon sehr viel und versucht immer wieder Leben da reinzubringen. Ja, und ich weiß nicht, inwieweit man da eben auch mal gucken muss, dass man mit den Eigentümern und den Vermietern ins Gespräch kommen kann. Also, dass man Mieten wie in Düsseldorf realisieren kann, das ist in Frankenberg, wird zwar immer wieder versucht, aber nicht möglich. Genau. Zudem sind oftmals die Ladenlokale nach heutigen Maßstäben sehr klein. Ja. Das waren eben so, ich sag mal, Einzelhandel, Arno Dunnemar, 200 Quadratmeter war schon ein toller Laden, und das ist heute, das nimmt keiner mehr. Und in den Berg gebaut. Ja. Aber allein zu wissen, da gibt es einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin für sowohl Menschen, die interessiert sind, was zu machen, sei es Pop-up, irgendwas abzugeben oder zu sagen, hey, ich interessiere mich, ich würde gerne mal versuchen, was zu machen, als auch für die Eigentümer, die vielleicht gar nicht hier prinzipiell leben oder sonst nur mal vorübergehend da sind, ausnahmsweise, und sagen, ach, da ist ja immer ein Ansprechpartner, und sich nicht durchs Rathaus fragen müssen, wer ist denn jetzt eigentlich zuständig. Jetzt sagen Sie, der kaufmännische Verein macht viel. Gut, das sind, ich sag mal, dieses Food Truck Festival und Maifest und Herbststadtfest. Jetzt sage ich aber, das gibt es schon seit ewigen Zeiten, und inzwischen gibt es also für Frankenberg auch ein Wohnmobilhafen. Beste Idee ever, da unten an der Wehrweide 12 Stellplätze zu schaffen, 5 Minuten zu Fuß von der Stadt. Die Radwege sind vor einiger Zeit, vor 3 oder 4 Jahren, die großzügig um Frankenberg herumgeführt wurden, nun in die Stadt geholt. Das heißt, man hat auch mehr Touristen. Da wäre es doch schön, wenn da ab und zu mal ein bisschen mehr in der Fußgängerzone wäre, außer ein Eiscafé und ein alt eingeführten gutbürgerlichen Gasthaus. Ich muss an einer Stelle widersprechen, da ich mit Wohnmobilisten, die die Stadt besucht habe, befreundet bin. Wir haben gerade gesagt, die Plätze da unten sind nicht das Gelbe vom Ei, sondern die Plätze an dem Philipp-Soldan-Forum liegen deutlich besser und sind angenehmer für alle. Und dass die insgesamt einfach zu klein dimensioniert. Dafür hat aber jeder einen Stromanschluss, das haben sie nicht überall. Vielleicht sind das, war einfach nur das, was mir zugetragen worden ist. Und dass es schöner ist, morgens einkaufen zu gehen zu können, ratzfatz in einem Laden, der offen hat. Sprich, ja, da unten, gut, ne? Nebenan, da bei den Supermärkten. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, und muss man wirklich sagen, gut, die stehen direkt an der Eder, nur sie sehen im Moment von der Eder nichts, weil sie vors Laub gucken. Aber die Idee ja dahinter, da kommen wir gleich nochmal zu, wir haben ja in Frankenberg oder nicht unendlich Flächen, um sowas auszuweisen und
man muss es im Prinzip, deswegen finde ich die Idee also mit den 12 Stellplätzen da gar nicht so schlecht, weil da hat man nichts überbaut, das war schon da, man hat nur ein paar Säulen hingestellt und man hat die Ver- und Entsorgungsanlage auch noch davor geschaltet, weil die Wehrweide eine Insel ist quasi, dass man da also Toilette entsorgen kann und den Wassertank auffüllen kann und so weiter, insoweit. Wie hat der Amtsinhaber gesagt, zurzeit ist am Philipp-Soldan-Forum ja Kuschel-Mobile-Homing hier, weil das so eng ist. Mhm. Ja, und das, die Plätze sind auch bekannt. Mhm. Wehrweide ist noch nicht so bekannt. Ne? Also deswegen, ich musste einfach mal hinhalten, weil es war eine Idee der Politik und es ist besser, sowas zu machen, als gar nichts zu machen. Das ist auf jeden Fall richtig. Und vielleicht wäre die Idee ja auch von unter einer Bürgermeisterin Eckes gekommen. Da müssten sie eben damit leben, dass andere das kritisieren. Dass man jetzt nicht immer allen recht machen. Es ist nun so. Reduzierung von Leerständen, ja gut, da Förderung neuer Nutzungskonzepte, das ist natürlich hier ein frommer Wunsch, weil wenn die Leute nicht von ihrem Mieten runtergehen bei den Ladenlokalen, die Inhaber, dann werden sie die Leerstände nicht reduzieren. Das ist auch kein Problem von Frankenberg, die Leerstände in der Fußgängerzone. Das wissen Sie als Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung. Das haben sie in Korbach, in Bad Wildungen, in Bad Arolz, in Volkmarsen. Das haben sie also bei uns überall in den Mittelzentren. Aber man kann zumindest versuchen, über alternative Methoden, zum Beispiel sind wir wieder beim Gründungswettbewerb, sind wir wieder beim Quartiersmanagement, einfach mal zu sagen, probieren wir mal, was da am Ende dabei rauskommt. Und wenn sich einer bewegt und der Nachbar sieht, da ist ja jetzt aber was passiert, dann kann das ja schon auch ein Dominoeffekt auslösen. Ich kann Ihnen aber das Negativbeispiel sagen, das hat jetzt nichts mit Frankenberg zu tun. Ich habe da einen bitterbösen Podcast losgelassen über die Gastronomie am Edersee. Bei 2 Kilometer vom See finden Sie nichts mehr. Und dann sind die alle so schlau, dass sie gemeinsam Ruhetag machen, nämlich alle dienstags, weil der eine dem anderen nichts gönnt. Ne? Und das in einer Touristenregion. Und da ist den Bürgermeistern von Edertal und Waldeck die Hände gebunden, da ist auch der Wirtschaftsförderung die Hände gebunden. Da können sie nichts bewegen, die Leute wollen das nicht und damit ist die Sache erledigt. Ne? In Bad Wildungen sind gerade 2 Leerstände meines Wissens praktisch beseitigt worden durch einen Gründungswettbewerb, durch einfach mal eine Analyse, durch eine Begleitung. Die Stadt hat ja auch 2018, glaube ich, hatte ich sogar auch mal ein Gespräch mit einer Agentur, die für die Stadt ein Wirtschaftsförderungskonzept erstellt. Jetzt hat Bad Wildungen natürlich einen leichten Vorteil. Es ist eine Kurstadt, immer noch Reha. Ja. Aber weil wir gerade dabei sind, in Frankenberg fehlt natürlich auch bei der Gastronomie die untere der Preissegment, gibt es ja heute eh nicht mehr, selbst in der Dönerbude nicht mehr, aber so dieses mittlere Preissegment, wo die Familie mit 2 Kindern mal hingehen kann, ohne bei einer Fastfood-Kette zu landen. Und es fehlt natürlich auch an Unterkünften, gerade für Monteure, für Reisende an der Stelle, da fehlt so ein bisschen was. Aber auch da kann man als Bürgermeisterin letztendlich nur bitte, bitte sagen, wenn die Unternehmer das nicht wollen, dann passiert da nichts. Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten. Nun gibt es ja nun doch wirklich viele Möglichkeiten in Frankenberg sich zu begegnen. Angefangen vom Zeitraum, von den Seniorenclubs. Es gab auch mal einen Single-Stammtisch, der eigentlich so für die reifere Jugend wie ich so gedacht war, weil wir haben ja eine Vereinsamung auf dem Land, also auch auf dem Land. Also die gibt es ja eigentlich schon. Oder wie will man das realisieren, noch mehr Begegnungsmöglichkeiten. Man muss die Leute ja auch vom Ofen weglocken. Ich glaube, es gibt eine Schicht, die Sie schon gar nicht mehr genannt haben, was ich sehr traurig finde, das sind nämlich die jüngeren Menschen. Für die gibt es sehr wenig in den letzten Jahren.
Und die haben auch nichts. Das ist auch das, was ich bin ja inzwischen schon eine ganze Weile unterwegs, dass ich Haustürbesuche mache. Und das ist das, was mir immer wieder genannt wird, für die jungen Menschen wird hier nichts geboten. Okay, wir haben das Jugendhaus, aber das ist irgendwo so für Schülerinnen und Schüler. Und dann hört das auf. Ne? Ja, und auch die Veranstaltungen gucken wir jetzt mal beim Live-Treff. Ne? Das ist zum Beispiel für mich auch eine Schaffung der von Begegnungsmöglichkeiten. War sehr schön, was ja auch sehr angenommen ist. Oder auch das Lichterfest. Das sind aber nicht die jungen Menschen, die dorthin kommen. Auch. Mhm. Auch. Jetzt sind so Veranstaltungen natürlich auch immer eine Frage. Gibt zwei Sorten Menschen, die sehr genau ins Portemonnaie gucken. Das sind nämlich die Jugendlichen und die Rentner. Mhm. Ob sie bei solchen Veranstaltungen mal drüber laufen und ein Bier trinken oder eine Cola. Und wenn sie eine Wurst essen, dann sind 20 Euro weg. Mhm. Und das ist für manche schon ganz viel Geld. Ne? Natürlich. Auf der anderen Seite sind die Kosten natürlich auch inzwischen bei solchen Veranstaltungen gestiegen. Und wenn die haben ja das Lichterfest angesprochen, was da kostenlos geboten wird, ist schon eine Menge. Da lässt sich die Stadt dann schon was einfallen. Oder ja, unser heiliger Pfingstmarkt, der in diesem Jahr ja das erste Mal wieder voll gelaufen ist. Wobei sie dann, wenn sie gewählt werden, natürlich das Privileg haben, als einzige Frau mitlaufen zu dürfen. Schauen wir mal. Bis jetzt dürfen ja nur Männer rein, Frauen sind ja nur als Bedienung da geduldet. Die Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, das ist sicherlich immer ein Problem, nicht nur hier auf dem Land, dass inzwischen viele Eltern beide in Vollzeit arbeiten wollen, weil Frauen oft auch sehr gut ausgebildet sind, aber auch müssen. Denn das Leben auf dem Land ist auch nicht preiswert. Ist auch nicht nur müssen von der Seite, dass sie das Geld brauchen, es ist auch ein Müssen, weil wir uns das als Gesellschaft gar nicht mehr leisten können, gut ausgebildete Kräfte zu Hause zu lassen, beziehungsweise letztendlich brauchen wir im Moment auch jeden und jede. Und es kann nicht sein, das sind gerade, auch das ist, sind wieder Themen, die mir an der Haustür begegnen, dass es Mütter sind, die erst in die eine Richtung fahren, zum Kindergarten oder zur Schule, weil sie dafür zuständig sind, das Kind irgendwie abzugeben, weil sie Teilzeit arbeiten. Und danach in die andere Richtung fahren, um ihren Job zu machen. Ja. Und meistens nicht den Job haben, den sie vielleicht gerne möchten, weil das gerade so gut liegt, dass man danach auch noch halbwegs pünktlich das Kind wieder abholen kann. Ja, also. Und wir wollen uns gar nicht weiter darüber unterhalten, was passiert, wenn der Bus ausfällt. Ja, das sowieso. Gut, diese. Es gibt ja die Tagesbetreuung, wo man kurzfristig nochmal drauf zugreifen kann. Tagesmütter müsste ja ausgebaut werden im Prinzip. Aber auch die Randzeitenbetreuung, gerade in Kindergärten die Randzeitenbetreuung. Ja, ist auch für die Kommunen natürlich auch eine Kostenfrage. Es gibt Kommunen im Kreis hier, die sehr gastronomieorientiert sind, im Upland. Ja. Wo die Gemeinde dann den Kindergarten Samstag, Sonntag mit ein oder zwei Kräften auch hat, damit eben in der Gastronomie auch gearbeitet werden kann, ohne sich Gedanken über das Kind zu machen. Ne? Das Kind geht dann halt Samstag und Sonntag auch in den Kindergarten. Ob das in Frankenberg zu realisieren ist, ist die Frage. Und ob das der Bedarf ist, wo man sagt, vielleicht ist ja in vielen Bereichen eigentlich die Ganztagsbetreuung der Kinder, gerade der Schulkinder, also in der Grundschule zum Beispiel, ein interessanter Punkt. Ne? Dieser Pakt für den Nachmittag oder wie das in Hessen heißt, dass die Kinder dann eben bis 17 Uhr betreut werden, ihre Aufgaben machen können und wenn sie nach Hause kommen können, eigentlich zum Spielen gehen können. Ne? Das ist eine schöne Idee. Ja. Ich will Ihnen aber nicht die Vorlagen für den Wahlkampf liefern. Also die Grundschulgeschichten ist Kreissache an der Stelle. Ja, ist Kreissache natürlich, aber an der Stelle kann natürlich auch eine Kommune Wünsche an den Kreis äußern.
Gar keine Frage, aber ich denke... Kann ab und zu mal piesacken und sagt, mach mal. Das ist ja, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das aber in 3 Jahren schon gesetzt ist, für den Pakt für den Nachmittag, der muss ja umgesetzt werden. Werden ja gerade, ist umgesetzt, ne, ja. Für die Grundschulen wird ja gerade ganz viel umgebaut. Ja, und ja, da kann ich jetzt auch nicht sehen, weil ich einen guten Blick in die Grundschule in Geismar habe, dass dort das nicht passiert. Also es ist so, dass die Grundschule in Vöhl oder in Helsen zusammen mit Partnern wie der Kommunalwald GmbH oder so weiter durchaus was auf die Beine gestellt haben. Mit Sicherheit auch andere Schulen, wo das noch nicht bis mit zu mir durchgedrungen ist. Und dass ich das gerade so suffisant gesagt habe, liegt daran, dass ich selber auf einer Ganztagesschule war schon. Ja. Wo genau das der Plan war, wenn ich um 3:45 Schule aus habe, gehe ich zum Spielen. Naja, ich war Fahrschüler. Ja gut, also es gab noch Dampfloks, ich will das mal so vorsichtig sagen. Aber wenn sie da nach Hause gekommen, das war nicht 13 Uhr, das war 16 Uhr, 17 Uhr, ne? weil die Bahn ging mit der Bahn, die hat sich nicht nach dem Ende der Schule gerichtet. Also das war auch nicht immer so einfach. Und dann haben Sie auch noch die Hausaufgaben an die vorsichtige Brust gehabt. Na, ich habe mir das erspart und deswegen war ich auf der Schule dann nicht mehr ganz so gerne gesehen. Aber irgendwann kommt es dann doch. Kreative Nutzung der vorhandenen Grünflächen. Was hat man sich denn da drunter vorzustellen? Zum Beispiel die Begegnungsstätten zu schaffen. Okay. Aber zum Beispiel auch, dass vorhandene Grünflächen ja eben auch genutzt werden können, um den Klimaschutz etwas zu optimieren, zu sagen, ne, man braucht, also was auch schon gemacht worden ist, müssen wir ganz ehrlich sagen, ein Stück weit, ne, dass Wasserspiele zum Beispiel auch dazu da sind. Jetzt hat die Grimmheimat vor 2 Jahren oder vor Corona diese Schnuddelbänke, was bei uns im Kreis überhaupt kein Wort ist, Schnuddeln ist also Richtung Kassel und Schwalm, aufgestellt, und Frankenberg hat, glaube ich, auch eine bekommen. Ich weiß gar nicht, ich habe die nie wieder gesehen, aber das wäre ja auch so eine Begegnungsstätte. Oder eben auch die Möglichkeit zu machen, für Menschen Buhl zu spielen, was auch immer, Sachen aufzustellen, die man einfach mitnutzen kann als Gemeinschaft. Bezahlbarer Wohnen, jetzt sind wir nochmal bei der alternativen Flächennutzung. Da ist schon ein bisschen viel doppelt drin. Ne? Bezahlbarer Wohnraum, ja gut, das ist natürlich in vielen Bereichen, selbst auf den Dörfern heute kriegen sie keine Wohnung mehr mit 3 Euro oder sowas, plus, also kalt plus warm. Und es gab eine Zeit, ist noch gar nicht so lange her, das sind selbst die verfallenen Bruchbuden auf den Dörfern weggegangen wie geschnitten Brot. Gut, heute stehen sie wieder da, weil sich viele Leute was anderes vorgestellt haben. Die Stadt hat die Baugenossenschaft, das war der soziale Wohnungsbau. Aber Sie haben es vorhin schon mal angesprochen, die Stadt ist natürlich kein Unternehmer. Das heißt, wenn sich ein Investor findet, der bezahlbare Wohnungen baut. Das ist jetzt aber ein Unterschied, Herr Dudek. Also die Stadt ist kein Unternehmer in dem Sinne, dass ich sage, diese Stadt kann keine Gastronomie machen. Ja, du bist auch kein Immobilienmakler. Es gibt durchaus Städte, die sozialen Wohnungsbau betreiben. Ja. Diese Stadt hat ja auch mal gebaut mit der Baugenossenschaft. Das ist ja ein genossenschaftlicher Gedanke. Und wenn wir doch sehen, dass wir durch dieses Projekt, die familienfreundliche Stadt, was da abgeschlossen worden sind, und das hat sich seitdem auch nicht verändert, dass Frankenberg eine sehr hohe Einpendlerzahl hat. Machen wir das Mikrofon mal ein bisschen höher. Ja, so. Genau. Ja, die hat eine sehr hohe Einpendlerzahl. Und warum ist das so? Ich bin ja auch vor 11 Jahren, habe ich mal geguckt, kann ich hier eine Wohnung mieten? Sie können mir keine Wohnung mieten. Das wird nicht besser. So, wenn ich keinen Investor habe, aber ich habe eine Wohnungsbaugenossenschaft, die in ihrer Satzung auch drinstehen hat, dass sie bauen kann, aber zurzeit nur noch verwaltet, dann müssen wir uns doch mal angucken, ob man sowas aktivieren kann. Weil ich habe mich gestern sehr lange unterhalten mit einem ambulanten Pflegedienst, und die Situation von Seniorinnen und Senioren, die zu Hause versorgt werden, die sitzen teils auch in sehr großen Häusern, auch wenn sie da nicht mehr unbedingt sein möchten. Ja, aber das, da kommen wir gleich noch zu, weil das Problem in Frankfurt wird sich sicherlich mit dem Neubau der THM
noch etwas verschärfen, ne? Denn der Zuzug von Studentinnen und Studenten, die auf ein preiswertes WG-Wohnung oder Zimmer oder so angewiesen sind, selbst wenn die mit einem Studententicket fahren können oder so, aber muss man ja nicht immer. Das wird dann schon drängender, das also Problem. Es wäre ja aber auch fatal, wenn wir das sausen lassen. Wir möchten ja, dass junge Menschen hierher kommen und hier bleiben. Also ist es doch eigentlich fatal zu sagen, komm du mal mit dem Zug rein und fahr wieder nach Hause und dann wird er nie hier bleiben. Also muss ich doch gucken, dass dort... Ja, nicht nur das, er wird hier auch kein Mittag essen. Da bräuchte man zwar wieder ein bisschen günstige Gastronomie. Aber ich glaube, irgendwo muss man halt mit anfangen. Und ich glaube, Wohnraum ist da definitiv ein Schlüssel an der Stelle. Alternative Flächennutzung. Es gab vor ein paar Jahren mal die Idee, die Konzepte, auf den Flachdächern der Supermärkte, wie Aldi, Lidl, Herkules, die wir da haben, ein bis zwei Stockwerke draufzupacken, Fertigausbauweise, Wohnungen zu schaffen, um eine weitere Flächenversiegelung. Das ist natürlich nämlich das nächste Problem. Gerade bei möglichen Stark- oder Extremwetterlagen, eine weitere Fläche versiegelt, geht natürlich verloren als Schwammstadt. Ne? Diese Idee gab es mal. Wäre das so, wenn Sie sagen, alternative Flächennutzung? Nee, da bin ich ganz ehrlich, da wäre die alternative Flächennutzung, wäre dann einfach auch nochmal zu schauen, wenn Sie die Dächer ansprechen, zu sagen, alles was städtisch ist, gucken wir mal drauf, haben wir da schon alle möglichen Formen von regenerativen Energien, die wir da drauf packen können, die wir haben und brauchen. Ja. Und was das Wohnen angeht, war mein Gedanke erstmal überhaupt zu sagen, wir müssen gucken, dass hier gebaut wird für junge Menschen, für junge Familien und für Senioren. Da hat ja die Stadt Frankenberg und man sagt immer der Bürgermeister, nee, es war ja die Stadtverordnetenversammlung, die Bausatzung dahingehend geändert, zumindest oben neben dem Familienzentrum, dass auch Tiny Houses zugelassen sind, was ja eine schöne Alternative ist. Die kosten ja keine 500.000 Euro. Ne? Wenn das angenommen wird, also ich bin da. Das ist die Frage, ob man bereit ist, so zum Beispiel sein Grundstück zu teilen, da nämlich wo ein Familienhaus steht, können vier Tiny Houses stehen. Ne? Aber die Möglichkeit gibt es. Die Politik bietet die Möglichkeit an. Ob es angenommen wird, ist immer eine Sache der... Ja, aber ich glaube, das muss man eben beobachten. Und wenn man dann merkt, das wird nicht angenommen... Man muss sich vielleicht auch ein bisschen mehr bewerben, weil ich weiß von sozialen Kontakt in den sozialen Netzwerken, dass gerade in den Speckgürteln, im Umfeld der Oberzentren und der Großstädte, viele gerne ein Tiny ausbauen würden, aber es nicht genehmigt bekommen, ne, weil man da auf der konventionellen Bauweise besteht. Also konventionell heißt... Normal. Ne, ja, aber das gibt, in der Tat gibt es ja auch Treffen von Menschen, die in Tiny Häusern wohnen und die Tiny Häuser. Bauprojekte in den Ortsteilen, das ist immer so eine schöne Sache. Der Opa hat das Baugrundstück, das soll das Enkelchen mal bauen. In das alte Gebrakel in der Ortsmitte will keiner mehr. Oder ist auch zu teuer, so ein Haus zu erhalten und zu renovieren. So. Die Ortskerne veröden und der Opa sitzt immer noch auf dem Bauland. Das ist sehr, sehr schön plastisch erzählt, aber da sind wir ja genau bei einem Thema. Aber das ist doch so, das ist doch Realität. Ja, das ist ja auch sehr plastisch, weil da sind wir bei diesem Thema, dass man eben nicht das hinbekommt, dass diese alten Häuser besonders attraktiv gemacht werden können für junge Familien und zu sagen, nutzt erstmal die alten Sachen, die da sind. Weil das auf einen Stand zu bringen, dass man drin leben, wohnen möchte, kostet mit Sicherheit inzwischen genauso viel, wenn nicht sogar noch mehr, als wenn ich neu bauen würde. Ja. Und solange es dort nicht Unterstützung gibt in Form von Förderungen vom Land, zu sagen, also eins kann ich Ihnen sagen, ich habe mal mit dem Denkmalschutz hier in Waldeck-Frankenberg, das heißt ja immer, oh, der Denkmalschutz und so. Nein, der ist in Waldeck-Frankenberg gar nicht so straight. Man kann mit denen reden und so weiter. Also auch bei notwendigen Umbauten, wie modernere Fenster und so weiter, sind die durchaus verhandelt.
bereit. Ich glaube, das ist auch nicht die Problematik. Die Problematik sind die Kosten, dass die Menschen heutzutage einen Anspruch haben, dass sie eine Vorstellung haben, zu sagen, ich möchte das und das als Fach haben, an Heizung, Energie, wie auch immer. Und, na gut, und das Platz, wird ja auch, ne, vorgeschrieben. Ne? Da ist eben dem Bürger. Das sind ja nicht nur alte Schätzchen, die unter Denkmalschutz Nacken, ne, stehen, die sozusagen aus dem Kern heraus belebt werden müssen. Aber eins muss doch unser aller Ziel sein. Ich glaube, das hatte ich da auch geschrieben. Ich habe ein ganz hässliches Wort kennengelernt vor 2 Jahren, das ist die Entstehung von Witwenstraßen. Und bei dem Wort hatte ich sofort ein Bild vor Augen. Und dann ist doch ganz klar, wenn ich erstmal in einer Straße 4 Häuser habe, ja, wo nichts mehr gemacht wird, einfach weil das für mich reicht noch, dann gehen weder diese 4 Häuser weg, noch die 4 Häuser links und rechts daneben. Ja gut, da kommen wir gleich noch zu. Und aber, bei der Entstehung, weil wir ja sehen, wie unsere Gesellschaft hier verteilt ist altersmäßig, dann ist es eine Frage von nur noch wenigen Jahren, bis uns das erreicht. Nochmal um diese Baulücken. Jetzt hat sich ja durch die Änderung in der Grundsteuergesetzgebung hofft man ja, dass diese Baulücken dann verschwinden, weil die genauso besteuert werden wie ein bebautes Grundstück. Und das ist nicht mehr, gut, war hauptsächlich für die größeren Städte oder auch für die Mittelzentren gemacht, wo man sagt, ach, ich lasse das Sahnestückchen noch ein paar Jahre liegen, dann steigt es noch im Preis, um diesen Spekulationen vorzubeugen. Wäre natürlich dann auch eine Möglichkeit, wo man dann in den Ortsteilen, Stadtteilen ein bisschen an der Schraube drehen könnte, soweit die Kommune das kann. Ne? Ich sehe auch nicht, dass es in den Stadtteilen viele Spekulationsgrundstücke gibt. Ja. Sondern ich sehe eher, dass die Stadtteile sich wünschen, dass es noch mal... Ja, eben, wenn ich sage, dass man eben nicht mehr sagt, ach, der Frankenberg wächst und irgendwann hängt sowieso mit Bottendorf zusammen und wir lassen das Grundstück mitten in der Stadt, wo die alte Scheune drauf stand, das lassen wir noch inzwischen abgerissen ist, lassen wir noch ein paar Jahre liegen, weil es steigt einfach im Preis, es wird interessant. Ne? Das sind ja so Spekulationsobjekte, die eigentlich auch eine Kommune in der Entwicklung behindern. Witwenstraßen, ja. Wir haben es eben schon mal angesprochen, das ist zum Teil der demografische Wandel. Es sitzen ältere Leute in ihrem Einfamilienhäuschen, das sie eigentlich nicht mehr bräuchten, von der Größe her. Jetzt muss man natürlich sagen, aber das Häuschen ist bezahlt. So, irgendwo hinzuziehen, da reicht manchmal die Rente nicht mehr. Wenn sie das Haus verkaufen und sind auch noch hier in irgendeiner Pflegestufe, dann wird das schon eng. Ne? Wir haben ja ganz viele, gerade im ländlichen Bereich, Frauen, die so jetzt die Jahrgänge 50, 53, 55, die mit 600 Euro, 700 Euro Rente umkommen müssen, weil sie oft nur im Nebenerwerb in der Landwirtschaft tätig waren, die Kinder großgezogen haben und wenn sie mal gearbeitet haben, dann wurde oft auch, wie man früher sagte, nicht geklebt. Und die haben also dann die Mindestrente, beziehungsweise die müssen dann schon auf staatliche Leistungen zurückgreifen und dann wird denen schon nahegelegt, verkauft ein Häuschen, nur wenn sie es verkaufen, ist das Geld natürlich weg. Ne? Spätestens dann, wenn die Pflege erweitert werden muss, dann wird der nicht nur nahegelegt, sondern dann wird das in aller Regel auch umgesetzt, wenn das Häuschen bezahlt ist, ne? Und das nicht schon bei Zeiten auf die Kinder umgeschrieben worden ist. Oder? Das ist also, aber deswegen hängen auch so viele ältere Leute an ihrem Häuschen, weil einmal ist natürlich selbstbestimmte Leben. Auf jeden Fall, das ist das Allerwichtigste. Die waren ihr Leben lang selbstbestimmt. Und das Zweite ist natürlich, ja, wie komme ich mit dem Geld hin? Wo werde ich landen? Ich sag mal, wenn Sie eine Dame mit 75, die braucht eine Wohnung ebenerdig, wo sie auch vielleicht mit dem Rollator hinkommen kann, wo sie eben... Oder mit einem Aufzug, Herr Dudek. Also ich finde immer so ein bisschen... aber wo sie nicht ihren Kasten Wasser dann im dritten Stock die Treppe hochschleppen muss und so weiter. Ja. Und so Wohnungen haben wir nicht, die Masse, ne? Nee, das stimmt. Die will jeder haben. Ich wüsste gar nicht, wo wir sie hier überhaupt in einem Maße haben, wo es einfach angebracht ist. Aber nochmal, ich finde das total wichtig, dass Menschen so lange, wie sie wollen und selbstbestimmt sein können, dort wohnen und leben, sie möchten. Und dafür
fehlt es in Zukunft meiner Meinung nach an Rahmenbedingungen. Das fängt an bei Wohnen, das fängt aber eben auch an mit medizinischer Versorgung. Ja. Je mehr älter wir ja werden in den nächsten Jahren, desto mehr werden auch die Gebrechen ja zunehmen. Und wir wissen auch hier, ne, habe ich ja auf dem Weg hierher überall die Schilder gesehen der Landesregierung, Ärzte, Ärzte aufs Land, egal aus welchen Farben, ne, dass es so ja, ein Thema ist. Nur wissen Sie, das ist seit 12 Jahren Thema. Ja. Und da hat der Kreis viel Geld reingesteckt und das ist nicht nur im Waldeck-Frankenberg das Thema, das ist von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen das Thema. Aber das kann ja nicht heißen, dass wenn wir es in den letzten 12 Jahren so nicht gewuppt haben mit der Lösung, wo bis jetzt gedacht worden ist, das ist die richtige Lösung, dass wir dann aufhören zu denken oder kapitulieren. Ja, leider ist bei staatlichen Projekten, die mit viel Hurra angegangen werden, irgendwann die Luft raus aus dem Gummischwein, wie wir bei der Marine gesagt haben. Und es wird nicht wie in der Industrie ein Review gemacht, wo stehen wir und was ist draus geworden, sondern man zapft so lange die Fördertöpfe an und wenn es sie nicht mehr gibt, dann stirbt das Projekt. So einfach ist das beim Staat. Das finde ich, kann ich an der Stelle nicht machen, weil da stehen Menschen hinter. Ja, aber so einfach ist das beim Staat. Es geht ja keiner nach einem Jahr her und sagt, müssen wir vielleicht das Konzept ändern oder weiß was. Ja. Aber das wäre mit Sicherheit an der Stelle die vernünftigere Idee und hier müssen wir einfach sagen. Ja, aber das ist zum Beispiel die Möglichkeit, die ein Bürgermeister hat oder eine Bürgermeisterin hat, zu sagen, pass mal auf, wir haben hier unser Tourismuskonzept, weil das hier steht, nur eine Stadtmarketing, also findet in Frankenberg relativ gut statt. Das liegt daran, dass die im Pressereferenten haben, der also ganz viel Pressemitteilung rausgibt und dadurch natürlich auch sehr genau guckt, wie sind die Reichweiten und die sind bei EDR natürlich deutlich weiter wie bei der HNA im Print. Gerne auch die Videos mitgenommen werden von Veranstaltungen bzw. Eröffnungen. Das ist natürlich ein Teil des Stadtmarketings. Aber ein Teil des Stadtmarketings ist natürlich auch, dass man, ich sag mal, hier die Ortseingänge, die Stadteingänge ließen sich ja doch noch ein bisschen ansehnlicher gestalten. Ich muss ja erstmal eine Weile in die Stadt fahren. Ich muss zumindest über den Kreisel beim Parkhaus, um zu sehen, dass es schön ist. Ja, ich finde, der Anfang von dort mit der Walkemühle beginnt schon auch sehr schön. Ja, aber danach, Walkemühle schön und danach ist erstmal weniger auch schön. Auch die Seiten. Aber ich lasse sie da an der Stelle nicht weg, weil ich finde, in der Tat, wir wissen, dass es da Veränderungen geben wird und muss, dass die Gesellschaft sich bei uns in der Stadt verändert. Die wird älter, die wird mehr brauchen. Wir wissen, wir bekommen das nicht, also müssen wir uns doch Gedanken machen, okay, können wir was machen, um mit den vorhandenen wenigen Mitteln das Leben besser zu gestalten. Ja. Und ich glaube, da gibt es Möglichkeiten. Ja, da gibt es die Möglichkeiten, Netzwerke zu machen, Versorgungssicherheiten zu bieten und. Jetzt haben wir natürlich, ich sag mal, das wissen die auch, Waldeck-Frankenberg bemüht sich ja inzwischen im Ganzen, im Tourismus so ein bisschen aufzuholen, was man vor 50 Jahren verpennt hat. Sie sind ganz schön kritisch, Herr Dudek. Ja, aber das ist, ich muss es nicht schön reden. Nein, nein. Weil ich sag mal, als das Allgäu, als das Sauerland, als der Harz uns schon längst eine Marke war, da war man hier noch, wir sind an der Eder. Und man versucht das ja nun mit viel, viel Engagement, mit viel Geld und Initiativen versucht man ja nachzuholen, eine Marke zu werden in der Mitte Deutschland. Und wenn die Frage kommt, wie heißt die Kreisstadt von Waldeck-Frankenberg? Keine Ahnung, wo ist Waldeck-Frankenberg? Ne? Quizduell. So eine Frage oder gejagt gefragt. Dann stimmt was nicht. Oder wenn ein Politiker, der vor Corona mal da war, ein Lokalpolitiker, nach der Deutschen Märchenstraße gefragt wird, wo die lang geht und erzählt was von Rothenburg ob der Tauber. Dann haben wir was verkehrt gemacht, oder? Naja, es ist ein Lehrer und die wissen alles. Am meisten auch alles besser. Aber das ist so. Warum, jetzt sage ich mal was, weil ich mich selber loben will. Warum sage ich immer hier das Beste aus Hessisch Montana?
Mhm. Weil man vor Jahren immer gesagt hat, hessische Bier hin. Ja. Ja? Nicht nur, erstens ist es geschichtlich falsch, weil hessische Bier ist Schmalkalden, eine ehemalige hessische Außenstelle von Kassel, vom Landgrafen, wo die missliebigen Beamten abgeschoben wurden. Deswegen hieß das hessische Bier hin. Aber man immer gesagt hat, da ist ja nichts los. Im Winter ist es kalt, im Sommer ist kein See da und so weiter. Nein, wir haben alles. Wir haben Wälder, wir haben Seen, wir haben Industrie, wir haben Ruhe, wir haben Natur und wir haben Remi-Demi. Warum muss ich denn diese Region schlecht reden? Da bin ich bei Ihnen. Ich rede die Region nicht schlecht, aber wenn wir bei der Markenbildung sind, dann frage ich mich tatsächlich, ist es nicht so ein bisschen, mich hat das Schwarzwald-Motto immer angesprochen. Ne? Ich habe ja gerade gesagt, mein Vater ist in den Schwarzwald gezogen. Wenn Sie also diese Dame mit den roten Bommelhütchen sehen, wissen Sie sofort, welche Region gemeint ist. Naja gut, das ist bei uns schwierig. Und das ist ein Mini, ja, aber da liegt das Problem. Die Schwierigkeit ist ja, dass die Eder nicht nur die Sprachgrenze ist zwischen Niederdeutsch und fränkischen, also hessischen Dialekten, sondern auch zwischen Mentalitäten, zwischen unterschiedlichen Trachten und so weiter. Also der Bauern, der Hessenkittel, da hat man sich so drauf geeinigt. Richtig ist es nicht. Mhm. Ne? Das ist also schon so ein bisschen die Schwierigkeit. Also ich gebe Ihnen aber recht und man muss eigentlich die Gemeinsamkeiten suchen, wenn man Marke, also ich meine jetzt Marke im Sinne, wenn gesagt wird, wo kommst du denn her, Korbach oder vom Waldeck-Frankenberg, kenne ich, das ist da, wo der Nationalpark ist oder da, wo in der Nähe ist Areuz, nein, was machen wir, wo kommst du her, ja. Frankenberg, wo ist denn das? In der Nähe von Marburg oder in der Nähe von Kassel. Genau. Wir beschreiben das genau andersrum. Ja, das ist unser eigener Fehler. Ja. Und hier ist auch ein Stadtmarketing gefragt. Ja. Philipp Soldan kann man buchen, ein Kloster St. Georgenberg mit einem schönen Museum. Wir haben das Tonet-Museum, das auch zwar nur einmal in der Woche aufmacht. Also da ist ja aber ein Stadtmarketing gefragt. Das ist aber eben ein Begriff. Ne? Und wir haben inzwischen auch viele Veranstaltungen. Ich sag mal, der literarische Frühling, der ja auch von Unternehmen aus ins Leben gerufen mit der worden ist. Christiane Kohl, ja. Das ist einfach eine wunderbare Sache geworden, die uns sehr, sehr berühmt gemacht hat. Ich hatte dummerweise, ich habe ja eine neue Kamera seit März. Ich hatte die Einladung zu den Lesungen und so weiter, nur ich hatte keine Kamera und ohne Kamera macht es keinen Sinn. Ne? das sind so gebe ich Ihnen durchaus recht. Wir haben aber auch, und ich denke, da muss man über den Tellerrand hinausschauen, ne? wenn man bedenkt, Kloster Haina ist 10 Minuten zu fahren mit dem Auto vom Frankenberg. Ja? Ehrlich, solange wir so weit weg sind von einer eigenen Marke, Sie werden mich ganz oft sehen mit Grimm-Heimat-Schildchen. Ja. Weil ich einfach denke, so, solange wir uns noch nicht einig sind, dann möchte ich doch lieber erstmal, dass der Rest der Welt weiß, wo ist Nordhessen und das ist die Grimm-Heimat und was fangen wir damit an. Wobei, ich sag mal, Grimm-Heimat in der Regel, ich kriege zwar immer die Presseeinladungen, nur alles spielt hier alles in Kassel ab oder in Melsungen. Das ist nicht wahr. Das war dieses Jahr war schon ganz viel auch hier im Landkreis. Und in Willingen. Ja, also Willingen, ja gut, aber, ja. Aber wichtige Sachen wie jetzt wird die Aale Wash zertifiziert vom Regierungspräsident Gießen, der kontrolliert letztendlich die Betriebe, die sich diesen. Es ist ja nun eine geschützte Marke geworden, nur bei uns heißt das nicht Aale Wash. Ne? Aber ist dasselbe und alles gut. Ist ja schon mal ganz wichtig. Aber wo findet das statt? In Kassel. Ne? Nicht im Schwalm-Eder-Kreis, nicht im Willingen, wo es die gibt, nicht mittendrin, nein, in Kassel. Also ich bin da jetzt noch in meinem Job, in dem ich bin, tatsächlich, glaube ich, eine ziemliche Nörgeltante, die immer sagt hier und es waren auch. Ich nörgel viel mehr, haben Sie ja gemerkt. Ja, aber ich glaube, es passiert auch was. Also ich kann nur sagen, man muss es dann auch ein Stück weit einfordern und was bieten. Und da, ne, und da würde ich in dem anderen hier genauso tun und zu sagen, wir müssen einfach mal gucken, wo sind die Gemeinsamkeiten oder mit was können wir schon arbeiten, was schon da ist. Kommen wir mal, jetzt haben wir schon, eine Stunde haben wir bald rum, sehr schön. verantwortungsbewusster Umgang mit Finanzen. Und es ist natürlich, sehr schön, aber es ist ja auch wichtig. Wenn, dann soll ja auch was dabei rumkommen für die, die das auf jeden Fall. Angucken. Und das kann Ihnen sagen, es sind gar nicht so wenig, die da drauf gucken.
eine vernünftige Haushaltsführung mit Augenmaß. Ja, jetzt haben Kommunen natürlich immer ein Problem, sind spitz auf Knopf genäht. Mhm. Wir haben heute gehört, die Einnahmen sind zwar gestiegen der Kommunen, aber ungleich. Das heißt, in den Ballungsgebieten oder in den Großstädten ist deutlich mehr auf die Butterseite gefallen, während in hier im Nordhessen und so weiter natürlich. Na, dann kommt dazu, dass in den Kommunen ein großer Brocken Personalkosten sind und es werden auch weiter qualifiziertes Personal gesucht und gebraucht, denn die Bürokratie wird ja nicht weniger. Haben Sie die Stellungnahme heute von dem Herrn Kümpel, von dem Chef der Arbeitgeberverbände gesehen, der gesagt hat, Bürokratie... Ich habe sie noch nicht gelesen, ich habe sie bekommen. Bürokratie wird immer mehr zum Feind der Industrie und Arbeitgeber. Ja gut, aber meine, das ist, ich sage immer, die Parteien haben an der Stelle einen Gendefekt, die versprechen alle immer Bürokratie abbauen, nur haben sie leider nicht die Möglichkeiten, weil vieles kommt ja aus Brüssel und wird, muss dann in nationales Recht umgesetzt werden. Aber nichtsdestotrotz muss ich dann immer sagen, neben den Personalkosten ist der Sozialetat in den Kommunen ein extrem hoher Brocken. Das liegt zum einen daran, dass die Kommunen die Unterkunftskosten für die Bürgergeldempfänger zu tragen haben. Und da kann man jetzt so stehen, wie man will. Unterkunft plus Nebenkosten, da würde sich mancher Rentner oder mancher Arbeitnehmer drüber freuen, wenn das einer übernehmen würde. Müssen aber die Kommunen dran. Gut, kriegen Teil zurück, aber an der Stelle sind die Filter immer sehr fein, was zurückkommt. Und dasselbe sind natürlich die Kosten für die Unterbringung der Flüchtlinge. Mhm. Ich halte es für eine ganz wichtige Sache, auch aus unserer geschichtlichen Erfahrung heraus. Aber ich halte es auch für eine wichtige Sache, dass man hergeht, wie in Korbach, dass Flüchtlinge gehören in die Mittelzentren, nicht auf dem Dorf. Warum? Da kann man vieles zu Fuß erreichen, man kann einkaufen. In Korbach sind ja in der Hauptsache ukrainische Frauen mit ihren Kindern. Die kriegen, da gibt es inzwischen kein Catering mehr, die kriegen ihr das Geld ausgezahlt. Da hinten ist Kaufland, Herkules, einkaufen, kochen, geht alles. Also auch so ein bisschen, das ist ein Teil von Würde. Ich kann mit meinem Geld entscheiden, mit dem Geld entscheiden, was ich damit mache. Ich bin nicht abhängig von irgendeinem Caterer, vom Essen, das mir vielleicht überhaupt nicht zusagt, schmeckt. Ich kann kochen, was ich will. Und man hat die Möglichkeit, eben in den Mittelzentren auch, was Sie sagen, soziale Kontakte. Man kann zu Fuß zu einem Verein, es nutzt nichts. Wenn ich den hier nach Dörnholzhausen packe, bei 80 Einwohnern, 10 Flüchtlinge, und das Einzige, was in Dörnholzhausen wirklich wunderbar funktioniert, ist die Landwirtschaft. Mhm. Na, also wie kommen sie dann nach Frankenberg und so weiter. Aber das ist natürlich ein großer Kostenfaktor. Und den muss man schultern als Kommune. Ist nicht einfach, ne? Nee, das ist so, mit Sicherheit sind wir ja bei einem Thema, was schon lange von den Kommunen ja immer wieder vom Bund und angefordert wird, dass die komplett die Kosten oder zumindest so angemessen tragen, dass die Kommunen nicht aus ihren Mitteln dazu buttern. Das werde ich alleine nicht lösen und verändern. Nee. Das ist mal so. Aber ich bin ganz bei Ihnen zu sagen, man kann an der Stelle zumindest gucken, dass man solche Sachen wie Fahrtkosten, Erreichbarkeit, die Wege zu machen. Ja. Und ich bin auch bei Ihnen, zumal ich aus einer Familie komme, wo meine Oma mit meinem Vater und seiner Schwester noch geflohen ist auch, ein Flüchtlingstreck ist von Schlesien bis nach Österreich. Das hat für mich wirklich eine andere Bedeutung, also zu sagen, ne, Flüchtlinge müssen einfach auch irgendwann wissen, hier bist du safe. Ja. Ich habe mal gesehen, dass die Haushalte in den letzten Jahren ja immer ausgeglichen aufgestellt worden sind und letztendlich eine kleine Rücklage gebildet worden ist. Ich glaube aber, dass es schwierig wird, weiter Rücklagen bilden zu können, weil wir haben ganz viel, hat die Stadt jetzt investiert, da werden Folgekosten dran sein. Ich bin mir auch sicher, dass es schwierig sein wird, die Einnahmenseite auf diesem hohen Stand zu halten. Das muss man anstreben, unbedingt. Deswegen muss man gerade auch... Jetzt ist ja für Bürgermeisterin natürlich auch wichtig, eine gute Vernetzung. Ne? Ja. Weil viele Projekte
Bauvorhaben, was auch immer, lassen sich ja nur mit Fördermitteln realisieren. Das heißt, man geht mit dem Hut in der Hand nach Wiesbaden und vielleicht kennt man den einen oder anderen noch in Brüssel, wo man Töpfe direkt anzapfen kann. Das heißt, eine Vernetzung ist schon wichtig. Auf jeden Fall, ja. Dass man da auch Gelder generieren kann. Und das ist, glaube ich, mit ein Grund, warum mir die Kandidatur dann irgendwann gesagt hat, Spaß, weil die besteht ja zum Teil schon. Ja. Kofinanzierung PPP. PPP ist natürlich hier so ein Lieblingsprojekt der Stones, das sie uns mal ans Bein genagelt haben. Wirtschaftswissenschaftler sagen, eine Möglichkeit, aber nicht das Gelbe vom Ei. Ja, weil es ist unterm Strich um ein Vielfaches teurer als sonst. Das ist ähnlich wie mal ein SPD-Oberbürgermeister der Meinung war, wenn er alle Angestellten in der Stadt zu Beamten macht, dann hat er auch gemacht, um dann festzustellen, ups, hinterher wird es aber echt teuer. Das habe ich auch noch nicht gehört. Nein, also müssen ja auch Projekte sein, für die dafür geeignet sind. Ich halte jetzt nicht jedes Projekt für ein PPP-Projekt geeignet. Aber zum Beispiel jetzt auch ein Bau von einem Gebäude kann durchaus sinnvoll sein, an der Stelle ein PPP-Projekt draus zu machen. Ja gut, das macht man ja in Frankenberg schon mit einem heimischen Bauunternehmen, dass man da an der Stelle zum Beispiel Mietgarantien für das Gebäude gibt und so weiter. Und da ist natürlich oftmals Miete dann günstiger wie das Selbstbauen. Wie das Selbstbauen, genau. Und das ist so letztendlich aber auch ein PPP-Projekt. Und sozialpolitische Akzente durch Integrationsprojekte. Jetzt habe ich heute gerade gelesen, ohne die vielen durchziehenden Heerscharen von Nord nach Süd, von Ost nach West, von West nach Ost, wäre Deutschland nicht das, was heute Deutschland ausmacht. Also das geht weit zurück bis... Mhm. Ne? Und da habe ich gedacht, der Mann hat eigentlich recht. Deutschland war schon immer Durchzugs- und Einwanderungsland. Und heute berufen wir uns auf... Nee, wir nicht, aber es gibt da Menschen, die berufen sich auf 1000 Jahre deutsche Geschichte, was ein vollkommener Mumpitz ist. Wir haben 1000 Jahre mitteleuropäische Geschichte und vielleicht seit 1877 auch eine nationale Geschichte. Und vorher waren wir nämlich ein Teil von Österreich und viele kleine Staaten. Das ist nun mal so. Das ist einfach der geschichtliche Fakt. Und deswegen so diese soziale Integrationsprojekte. Ich muss so sagen, als man hier im ländlichen Bereich dann die ersten Italiener kamen und die Jugoslawen, damals hieß das Ganze noch Gastarbeiter und dann die Türken. Mhm. Und nach 2-3 Jahren hat man festgestellt, der Vater arbeitet auch in einer Fabrik hier irgendwo, die Mutter ist zu Hause und der Bruder, der nachgekommen ist, der macht ein jugoslawisches, ein türkisches, ein italienisches Restaurant auf. Und die liefen alle, die Restaurants. Da hat man dann ein bisschen die kulturellen Eigenheiten natürlich adaptiert für Deutschland oder für deutschen Raum, aber dann so kam ja diese Integration, wo man sagt, ich gehe zum Italiener, ich gehe zum Türken, ich gehe zum Spanier, und es hat sich keiner drüber aufgeregt. Und gerade die ersten Generationen haben ganz schnell erkannt, wenn ich meinen Kindern eine gute Schulbildung verpasse, die ich nämlich in Anatolien nicht kriegen kann oder die ich da in Extremadura in Spanien nicht kriegen kann oder in Kalabrien. Und heute sind ganz viele dieser inzwischen ja doch älteren Damen und Herren, sind Rechtsanwälte, Bundestagsabgeordnete, sind voll integriert. Müsste doch eigentlich auch mit unseren Syrern, unseren Afghanen und unseren Ukrainern funktionieren. Wird es auch. Zur Frage der Zeit? Ja. Dauer? Bestimmt genauso lange, wenn ich mal überlege. Also kommen auf meine Herkunft, Ruhrgebiet. Ne? Sie haben gerade Gastarbeiter, war noch ein Begriff, den ich auch kenne, Gastarbeiter kennt. Und dann ganz gezielt hatten sie gerade auch gesagt, dann die Türken,
Ja. Ja? Ja, damals saßen ja die Gastarbeiter noch in Baracken, schön abgeschottet vom Rest der Welt. Ne? Aber da gab es dann eben auch kleinere Integrationsprojekte und ich glaube, die sind wichtig. Ich habe das letzte Jahr über eine syrische Praktikantin gehabt und ich habe sehr viel gelernt in der Zeit, nämlich zum Beispiel, und das glaube ich ist vielen von uns gar nicht bewusst, dass diese Menschen viele unserer Berufsbilder nicht kennen. Ja, weil die einfach diese Berufe in Syrien nicht haben. Und wie sollen sie sich dafür interessieren können, für diese Berufe, wenn sie gar nicht wissen, dass sie es kennt? Also warum können wir uns nicht die Mühe geben, ihnen das ein oder andere erklären in Gruppen? Naja, ich weiß, ich habe so in Gesprächen im anderen Zusammenhang die Erfahrung gemacht, wo kommst du her, Syrien? Was hast du da gemacht? Ja, ich war Automechaniker. Und wenn er dann eine deutsche Werkstatt gesehen hat, da hat er gesagt, was ist das hier, eine Universität, ein Labor? Nee, das muss alles ein Mechatroniker lernen, Nee, hat er gesagt, Hammer und Schweißdraht reichen vollkommen. Ne? Also, da sind andere Ansprüche, das müssen sowohl wir. Ne? Das also, muss laufen, das muss, ne? wo muss es laufen. Keinen TÜV gibt. Aber ich glaube, da bin ich ein Verfechter von zu sagen, Sie sind ja hier. Ja, und sie kosten uns Geld mit Unterbringung. Und warum nehmen wir uns dann nicht noch vor, zu sagen, wir versuchen sie so schnell wie möglich? Auf der anderen Seite, Frau Eckes, das ist auch etwas, da kann die Bürgermeisterin leider nichts dran ändern, ist es so. Wenn ich mit meinem deutschen Doktorgrad in die Ukraine gehe, wird der anerkannt. Wenn die Ukrainer hier hinkommen, und selbst wenn sie in 6, 8 Monaten oder vorher schon die Sprache können, heißt noch lange nicht, dass sie im Krankenhaus als Ärztin oder Arzt arbeiten dürfen oder als Augenärztin. Ich habe vor 2 Jahren das Erlebnis gehabt. Die wollte Augenärztin, 6 Wochen Deutsch gelernt, wollte gerne hospitieren bei einem Augenarzt, durfte sie nicht. So, das sind aber Sachen, da kann auch eine Stadt nichts tun. Da kann die Stadt nichts tun, aber die Stadt kann auch zumindest sich dafür einsetzen und dass es nicht zu einer Ghettobildung kommt und dass es eine Zwei-Klassen-System nebeneinander wird. Ghettobildung, sehr schönes Stichwort. Steht zwar hier nicht auf Ihrer wunderschönen Homepage, aber Sicherheit. Gefühlte Sicherheit, tatsächliche Sicherheit ist natürlich auch ein großes Thema in unseren Städten. Wir haben Bad Wildungen, die Kompassgemeinde ist, wir haben Willingen, Bad Aarau, sind Kompassgemeinden. Frankenberg tut sich da noch so ein bisschen schwer mit diesen Angeboten, die das Innenministerium macht, zum Beispiel Handlungsempfehlungen über Sicherheit. Es gibt so Ecken, die können nicht überwacht werden, weil sie öffentlicher Raum sind. Das ist zum Beispiel der Bahnhofsvorplatz, wo es immer wieder zu Vandalismus kommt. Das ist aber auch das Teichgelände, das so ein bisschen abseits liegt. Und das ist so wie in den englischen Parks in den 80ern, wo einer gesagt hat, geh nie bei Dunkelheit durch einen englischen Park, weil da sitzen sie alle rum, die sonst nichts zu tun haben. Und die freuen sich über jeden Pfund, dass sie die abnehmen können. Präventionsrat, den gibt es, aber der hat eher beratende Funktion. Integrationsrat gibt es, der hat auch eher beratende Funktion. Ist das was für eine Bürgermeisterin, die dann sagt, hier, das müssen wir anders organisieren und aktivieren? Warum lassen wir diese Studie, die das Innenministerium bezahlt, nicht machen zur Kompassgemeinde mit Handlungsfeldern und sicherheitsrelevanten Ecken? Gut, das große Urinal in der Uferpark, das Parkhaus kommt ja weg. aber wo man dann sagt, ja, da müssen wir auch ein bisschen was machen. Also was ich auf jeden Fall, was Sie gesagt haben, Integrationsrat, ich habe mich gefragt, warum es keinen Ausländerbeirat gibt, der eben auch ein bisschen was mitentscheiden kann. Ja. Und das ist mit Sicherheit etwas, was ich gerne mir angucken würde. Und natürlich Sie sagen gerade, das Innenministerium zahlt das Ding. Die Frage ist, was machen wir mit den Ergebnissen hinterher? Naja, auf jeden Fall gibt es eins, das kann ich Ihnen aus Bad Wildungen sagen, weil ich das so und auch aus Fritzer ziemlich von Anfang an miterlebt habe bei den Kompasskommunen, dass es daraus Handlungsempfehlungen gibt. Und diese Handlungsempfehlungen sind nicht
immer der große Hammer und der teure Hammer. Das fängt schon damit an, dass man sagt, hier könnte man eine zusätzliche Laterne schalten oder solche Kleinigkeiten. Mhm. Ja. Das fängt damit an, dass wie Bad Wildung und Gudensberg hat es, glaube ich, und Fritzlar den freiwilligen Polizeidienst, den hatte Frankenberg schon mal, wieder eingeführt hat. Gut, das kostet ein paar Euro. Die arbeiten auch nicht umsonst, die Damen und Herren, aber die zeigen Präsenz. Aber das sind dann... An der Stelle frage ich mich aber, weil bis jetzt komme ich jetzt wieder nur auf meine Haustürgespräche, war das noch nie ein Thema, dass sich die Leute nicht sicher fühlen in Frankenberg? Ja. Was sende ich denn für ein Signal, wenn ich sagen würde hier, ne, dass Frankenberg muss sicherer werden? Sicherer naja, gibt ja zwei Dinge. Einmal die gefühlte Sicherheit und einmal die tatsächliche Sicherheit. Wobei sich vieles heute in dem Bereich Internet verlagert hat. Das kann ich Ihnen sagen, weil ich nun zertifizierter Sicherheitsberater für Senioren der hessischen Polizei bin. Ich glaube nämlich, dass in dem richtigen Leben sowohl die gefühlte Sicherheit als auch die tatsächliche Sicherheit sehr hoch ist. Ja, gut, das liegt eben, wie ich schon sagte, daran, kein vernünftiger Mensch geht nach 20 Uhr oder in der Dunkelheit mehr zum Bahnhof, weil das ist so ein Treffpunkt. Mhm. Es geht niemand auf die Wehrweide, wo die Poser sich einen abzappeln, und es geht auch niemand ins Zeichgelände. Mhm. So. Und in der hell erleuchteten Innenstadt finden Sie die nicht. Mhm. Ne? Also der Bahnhof ist mit Sicherheit da an der Stelle ein Problem. Ne? Ja, und ich sag mal, ich habe das dem Björn Jäger gefragt, fragen wir auch. Jetzt ist es natürlich so, wenn die Stadt jedes Jahr 15.000, 20.000 Euro an Reparaturkosten hat, weil wieder jemand mal so eine Wartestelle eingeschmissen hat oder bemalt, und so, dann ist die Frage, was kann ich für diese 20.000 Euro Besseres machen? Ne? Das ist mal locker eine halbe Stelle eines Sozialarbeiters, würde ich sagen, weil wir wissen, wer... Gut, Tourismus hat man dann, Stadtmarketing, also Tourismus Eder-Bergland ist ja auch so ein, naja, kommen wir vielleicht nochmal zum anderen Song. Neue Mobilitätskonzepte, da ist zum Beispiel der Bürgerbus in den Stadtteilen ja eine tolle Geschichte. Jetzt habe ich erfahren, wenn Sie den Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr mit 9 Personen durch die Gegend fahren, reicht Ihr Führerschein, Klasse 3, ich weiß nicht, wie die heute heißen. Wenn Sie den Bürgerbus fahren wollen, müssen Sie einen Personenbeförderungsschein machen. Ja. Das halte ich für Schwachsinn persönlich, weil ich kann mit meinem privaten VW-Bus ja auch 7 Personen packen, ne? Und fahre die dann nach Frankenberg. Und wenn da jetzt, ich sag mal, in Willersdorf die Mitfahrbank ist und da sitzen 6 und ich lade die ein, dann fahren Sie privat und dürfen nicht fahren, ja. Ja, also Sie darf die fahren, ne? Genau, da brauchen Sie keinen Beförderungsschein. Da sind wir beim Thema Bürokratie. Ja, aber ist auch ein bisschen schwachsinnig, ne? Da gebe ich Ihnen recht. Weil Sie würden vielleicht noch einen Ehrenamtlichen finden, der den Bus fährt. Aber der wird der nicht sich zur Prüfung hinsetzt. Gehen und sagen... So, und dann gilt, dann ist der schon 65. Schafft auch vielleicht den kleinen Personenbeförderungsschein, der gilt aber nur 5 Jahre. Mhm. So, und der steht aber vor der Situation, dass eventuell sein Führerschein mit 70 nicht mehr so lange gilt wie der neue Personenbeförderungsschein. Das ist ja irgendwo ein bisschen, ich sag mal, das sind ja nun Mobilitätskonzepte wie Mitfahrbank, wie Bürgerbus. Wir haben ja das Anrufsammeltaxi, das in vielen Ortschaften außerhalb der Buslinien fährt. Aber da führt ja nun die EU-Bürokratie und soziales Engagement so ein bisschen ad absurdum, oder? Es gibt aber mehr. Du denkst, es gibt nicht nur das. Also das ist, finde ich, eine tolle Sache. Und wir sehen ja auch in ein paar Nachbargemeinden, dass das funktioniert, auch mit dem Bürgerbus. Aber es gibt ja inzwischen auch viele Modellversuche, dass Carsharing auf dem Land möglich ist. Ich halte es tatsächlich auch für wichtig, ein paar Elektroräder zum Ausleihen mit am Bahnhof zu haben. E-Bikes. Oder das fände ich wichtig. Ja, wäre so zum Beispiel das. Aber da ist natürlich Stadtmarketing bzw. auch Eder-Bergland-Touristik. Wenn man mit der Idee kommt, sagt, pass mal auf,
Fahrradfahren ist in und Fahrradtourismus ist in und die Menschen nehmen ihr Fahrrad vom Rhein-Main-Gebiet, packen das in den Zug und kommen bis Bahnhof Frankenberg. So, und dann stehen die da vollgepackt mit allem. Warum bietet man denen nicht an, wenn die eine Woche hier durch den Kreis tingeln wollen mit dem Fahrrad, das Gepäck zu befördern? Mhm. Da ist die erste Frage immer, nicht ist eine gute Idee, sondern wer bezahlt das? Ja? Mich würde da tatsächlich, wie können wir das umsetzen da in, ja, an der Stelle, ja, mal machen? Ne, das was, ist ein anderer was Denkansatz. Was nimmt ein Taxiunternehmer, Busunternehmer oder Gott weiß was, wenn er sagt, hier pass mal auf, 14 Uhr kommen 6 Leute mit dem Fahrrad, die haben ihr Gepäck dabei und die Tagesetappe heißt Sperrmauer oder so. Da haben die das Heuhotel, weil es sowas gibt, da gebucht. Ich bringe das Gepäck dahin, was kostet das, wenn Sie sagen, als Stadt, ne, oder als Tourist, ne, mach mir mal ein Angebot, wenn du das regelmäßig machst. Aber an der Stelle sind wir, glaube ich, schon ein bisschen weiter zu sagen, da gibt es ja schon Netzwerke und da kann man mal sagen, hat schon mal jemand die Idee gehabt und es ist so ein bisschen wie diese Meine Card Plus Geschichte. Ja. Also vielleicht, wenn der hier ja Übernachtungsmöglichkeiten hat, dann müssen wir dafür Sorgen tragen, dass sowas mal mitgedacht wird, wie es da ja auch, es gibt ja schon so weiter Transportmöglichkeiten. Also es ist ja keine neue Idee. Genau, Touren haben die Schotten schon. Genau, ne? Und da wird es auch Lösungen für geben. Und da wird es Lösungen für geben, dass nicht die Stadt so was zahlen muss, sondern aber, dass man das unterstützend begleitet und so sagt, guck mal, das ist eine Idee und lass uns mal überlegen, was braucht ihr dafür? Naja, ich persönlich bin der Meinung, wenn ich mit dem Fahrrad und einem Koffer komme, weil ich mit leichten, mit dem Fahrrad am besten mit dem Rucksack, weil Verpflegung für unterwegs muss man. Wir hatten Nutzer auf Twitter von EDR-Nutzer geschrieben, wenn nach Waldeck-Frankenberg fährst, musst du eine Thermoskanne und Kekse mitnehmen. Ist natürlich ein Zeichen, ne? Das ja, ist so. Aber fahren Sie so, das stimmt ja. Nein, wie gesagt, Rucksack mit was zu trinken, vielleicht ein bisschen Wechselwäsche für unterwegs, wenn es zu heiß, zu kalt ist und so weiter. Dass man dann sagt, ja, was passiert mit meinem Koffer, wenn ich hier eine Woche durch die Gegend fahre? Und das ist eigentlich dann eine Sache der Touristenorganisation, zu sagen, das kostet dich N Euro, wir organisieren dir das. Wir garantieren dir, wenn du in XY ankommst, ist alles da. Machen sie aber nicht. Also ich glaube, dass sowas unmöglich ist und dass man sowas auch umsetzen kann. Ja, aber das wäre zum Beispiel auch zu sagen für Sie als Bürgermeisterin, zu sagen, pass mal auf, mein lieber Eder Bergland Touristik oder Wirtschaftsförderung, hier können wir noch ein bisschen ankurbeln. Mhm. Ne? Wir können was Frankenberg zum Beispiel hat, ist super, ist toll mit dem Wohnmobilstellplätzen. Es fehlt aber ein kleiner Campingplatz. Ne? Ja. Muss ja nicht groß sein, ne? Fehlt ein kleiner Campingplatz. Also dass ich sag mal, ein Fahrradwanderer, ein Zwei-Mann-Zelt kostet heute keine 30 Euro mehr bei Amazon. Aber wo will das aufschlagen? Ne? Es gibt ja. Und Adel. Ja, ja. Möchte jetzt nicht drüber reden. aber wenn er sagt, Mensch, ich will in Frankenberg, ist ja toll, da bleibe ich mal 2 Tage. Daher haben wir nichts. Gibt die Möglichkeit, das nennt sich One Night Tent. Ich muss das wirklich betonen, weil das missverständlich sein könnte. Dass Privatleute ihren Garten bereitstellen, weil wildes Zelten ist in Deutschland nicht gestattet. Wir haben zwar Trekkingplätze, aber die sind für diesen Typ Wanderer, den Extremmann, der diese Premium-Wanderwege abgeht und dann im Wald irgendwo kampiert. Aber Privatleute, das wäre auch eine Belebung der Ortsteile. Im Wahlkampf in Frankenau war ein Thema. Wir haben so viel Restbauernhöfe, da könnte auch ein Wohnmobil stehen. Das gibt es ja auch schon. Da gibt es ja auch die, und zwar da, wo es direkt vermarktet gibt. Ich weiß den Namen gerade nicht, aber gerade bei uns in Ellershausen gibt es inzwischen 3 Stellen, wo Wohnmobile. Ja, ist aber kaum bekannt. Und das heißt Landtour, glaube ich. Ja, ja. Landtour. Ist aber wenig bekannt, dass es die gibt. Mhm. Genauso wie es. Also die sind aber gut belegt, das kann ich ja sagen. Ne? Ja, natürlich, aber das sind so Insider-Parkplätze. Ja.
Und das ist auch in Ordnung. Mhm. Ne? Dasselbe fehlt ja, wie gesagt, wo ich mein Zelt mal für zwei Nächte in den Garten aufschlagen kann. Die haben ja in der Regel keine großen Ansprüche. Mhm. Ne? Die wollen ein bisschen durch die Stadt, sind eigentlich Wanderer oder Fahrradtouristen, die dann ein bisschen parken können. Ja, Frau Eckes, am 8. Oktober, Tag der Wahrheit, immer schwer, sich selber einzuschätzen. Deswegen frage ich auch nicht danach. Aber ich frage danach, es ist noch, sind noch gut 4 Wochen. Mhm. Und so richtig, die heiße Phase hat ja noch nicht begonnen. Ne? Ich weiß nicht, was für Sie die heiße Phase ist. Also spätestens nach dem Forum von den Kollegen der HNA. Ja. Da beginnt dann die echte heiße Phase, weil da ist das erste Mal, dass die Kandidatinnen und Kandidaten aufeinandertreffen. Meiner Meinung nach passiert das schon am Montag. Ja. Ist das Montag? Nee, der Montag ist eine Veranstaltung von der Diakonie. Am Sonntag sind Sie am Rathausheer mit dem Kevin Kühner. Genau, und am Montag hat die Wohnungsnotfallhilfe eingeladen zu einer Podiumsdiskussion. Ja. Nein, aber es ist ja das Wahlforum der HNA, das ist glaube ich am 21. Genau, das ist ein Donnerstag. Ja, ja. Und ab da wird es ja dann, das heißt, bis dahin scharrt man ja noch mit den Hufen und vertritt gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern seine Thesen und Wahlziele. Aber ab dem 21. da ist ja das echte Aufeinandertreffen aller Kandidatinnen und Kandidaten. Danach weiß man ja auch, wo der Mitbewerber steht. Ne? Also aber meinen Sie danach, wenn ich gesehen habe, wie die Mitbewerber auftreten? Oder was meinen Sie damit? Aber die Aussagen, die dann gegenüber gemacht werden und so, wo man dann ja natürlich immer dann als Kandidatin dann auch bis zum 8. drauf reagieren kann. Ne? Ja. Also es ist nun mal, Wahlkampf ist keine saubere Sache. Also keine saubere Sache, möchte ich mich irgendwie ein bisschen gegen verwehren. Bis jetzt empfinde ich das als ein sehr fehlender Bürgermeisterwahlkampf hier in Frankenberg, ja. Landtagswahlkampf sieht schon ganz anders aus. Ja, aber ich kandidiere als Bürgermeisterin. Ja. Ich empfinde den im Moment sehr, sehr fair. Mhm. Ich empfinde auch den Umgang miteinander. Gerade bei den Live-Treffs sind wir eigentlich auch alle 4 Kandidaten immer dabei. Ich glaube, also 2 kenne ich überhaupt nicht und die haben sich auch nie für EDR interessiert und ich laufe denen auch nicht nach. Die wissen ja, dass es mich gibt oder auch nicht, ist mir aber auch egal. Und ich habe mich entschieden, eben diese Haustürbesuche zu machen. Was für Sie eine Erleichterung, dass ein potenzieller Mitbewerber, also als für die Wahl letztendlich der Carsten Dittmar, kann man ruhig drüber reden, sich dann doch anders entschieden hat und in Marburg nun städtebaulich aktiv werden will. Eine Verwunderung war es. Eine Verwunderung bis Überraschung. Ja, gut, das hat einige überrascht. aber das sind ja so, ich sag mal so, waren ja, also Carsten Dittmar, Björn Jäger, Sie, das sind ja nun Kandidat, die im Schlittenhundrennen sind, ne? Mhm. wo jeder Prozentpunkt gezählt hätte oder hat. Und nachdem nun der Carsten Dittmar ausgefallen ist, ist es nicht einfacher, aber es beruhigt etwas. Ne? Das würde ich nicht sagen, weil ich glaube, an der Stelle, ich habe das an dem Tag, als ich das erfahren habe, gesagt, es ist nicht gesagt, dass das ein Vorteil für mich ist. Nein, es ist, also generell sage ich jetzt mal, es ist natürlich ein Vorteil, wenn mehr wie ein Kandidat oder Kandidatin bei einer Wahl sind. Dann hat man die Wahl. Ansonsten genau, ist eine Akklamation mit Ja und Nein, das ist Käse. Also das andere ist natürlich, wenn jetzt, ich sag mal, Kandidaten im Vorfeld schon den Ruf haben, naja, die nehmen vielleicht 2-3% den aussichtsreichen Kandidaten weg und zwingen die in die Stichwahl. Mhm. Das ist natürlich weniger schön, ne? Weil Sie können sicher sein, am 8. Oktober gibt es eine hohe Wahlbeteiligung, was normalerweise bei der Bürgermeisterwahl nicht so wäre. Bei Urwahlen eher nicht so ist.
Und wenn, falls es in die Stichwahl kommt, dann fällt das rapide wieder ab. Dann sind es immer wieder bei 30% oder so. Ja, wobei man eigentlich sagen muss, das haben die Leute nicht so ganz kapiert. Der Landrat ist der höchste politische Wahlbeamte in Deutschland, den man in der Urwahl hat. Und danach kommen gleich die Bürgermeister. Oder Bürgermeisterin. Ne? Das ist wirklich, wo ich als Bürger die einzige Möglichkeit habe, jemanden direkt auf den Sessel zu heben. Haben die Leute noch nicht so ganz verstanden. Das glaube ich nicht. Also ich habe schon den Eindruck, dass ich im Moment ja immer sage, ich bewerbe mich gerade bei Ihnen für einen neuen Job. Ja. So, dass das ist so an der Stelle. Ja. Und Sie haben gesagt, letztendlich möchten Sie von mir wissen, was ich glaube, wie das ausgeht, weiß ich wirklich nicht. Ich weiß, dass ich angetreten bin, mit, wo ich so ein bisschen dachte, oh, du bist also, der Außenseiter. Das unterstelle ich allen Bewerberinnen oder der einen Bewerberin und den drei Bewerbern, dass sie nicht angetreten sind nach dem Motto, dabei sein ist alles. Nee. Das gilt beim Sport nur für den Tross und die Funktionäre. Genau. Die Athleten wollen gewinnen. Ja. Und das unterstelle ich nun allen Bewerbern um das Bürgermeisteramt für Frankenberg, dass sie die Wahl gewinnen wollen. Ich unterstelle aber auch, dass es von den vier Bewerbern zwei gibt, die bessere Voraussetzungen mitbringen für das Amt. Das darf ich sagen. Sie dürfen das nicht sagen. Genau, danke. Feikes, ich danke Ihnen für die Zeit und für das Gespräch. Sehr gerne, Herr Dunek.